Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute wollen wir uns mit der Entstehung des europäischen Rassismus beschäftigen, der dann auch vor allem das Verhältnis zum Orient im 19. und 20. Jahrhundert bestimmt hat. Wir werden eben auch dann auf die moderne Literatur des 20. Jahrhunderts zu sprechen kommen, vor allem persische Literatur und Lyrik uns anschauen, aber ich denke auch türkische. Und wir werden sehen, wie in Europa der Orient verhandelt wird, gerade unter dem Gesichtspunkt des Rassismus. Wir müssen zurückblicken. In der vorindustriellen Gesellschaft des Mittelalters und auch des Barocks war das Wirklichkeitsverständnis und damit der Zugang zu anderen Kulturen ein gänzlich anderer als der, der dann das 18. und 19. Jahrhundert geprägt hat. Vor allem im Barock, dem Ausgangspunkt der vorindustriellen Gesellschaft, war es so, dass man davon ausgegangen ist, dass die Menschen bestimmten Gruppen angehören. Es gibt heute eine große Identitätsdebatte, zu welcher Gruppe, zu welcher Identitätsstruktur gehörst du. Und das war im Barock natürlich auch nicht anders. Aber man war Mitglied einer Gruppe und die Vorstellung war, dass die Gesellschaft in mehrere Personengruppen aufgeteilt war, die hierarchisch angeordnet waren und in Bezug auf eine absolute Instanz egalitär anzusehen waren. Das heißt, vor dieser absoluten Instanz, ob das nun eine Person wie ein absolutistischer König oder der Papst war oder gegenüber einer Verfassung, die für alle Menschen eines Staates gleichermaßen galt, war man hierarchisch angeordnet, aber vor dieser Instanz waren alle Menschen gleich. Diese Gruppen waren aber keine Rassengruppen, sondern es waren Stände mit bestimmten Vorrechten oder weniger Rechten, mit bestimmten Kleiderordnungen und allem Möglichen, aber es waren keine biologischen Rassen. Im 18. Jahrhundert änderte sich nun diese Wirklichkeitsvorstellung und es kam zu dem, was man sehr oft mit dem Schlagwort Dynamisierung des Tableaus genannt hat. Von nun an wurden die Personengruppen nicht mehr hierarchisch unter einem Absolutum angeordnet, sondern chronologisch. Und das heißt, man ordnete sie auf einem Zeitpfeil ein. Und das war die Entstehung des Entwicklungsdenkens. Und es gab nun Personengruppen, die dem Ursprung näher waren als andere. Man ging davon aus, dass sich die Welt und alles in diesem Kosmos entwickelt hatte, aus dem Ureinen, dem Ursprung. Und im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte, hätten sich aus diesem einen die Vielfalt der Kulturen entwickelt, die vielen Gattungen und Menschengruppen und Zivilisationen. Der neue Faktor des 18. Jahrhunderts war die Zeit, vor der nun alle sozusagen ihren Maßstab fanden und die Person definierte sich durch die Zugehörigkeit einer Gruppe, die auf diesem Zeitstall früher oder später angeordnet war. Und das 18. Jahrhundert ging davon aus, dass je früher eine Person und eine Personengruppe auf dem Zeitstrahl angeordnet war, desto näher war sie dem Ursprung, desto näher war sie Gott, desto näher war sie der Natur und dem All-Einen. Und dazu kam noch eine besondere Variante, das Ureine wurde identifiziert mit dem Gefühl, mit der Kategorie des Unbewussten, des Ahnenden, der Empfindungen.
Und im Laufe der Geschichte habe sich dann der Logos entwickelt, der Verstand entwickelt und hätte immer zu einer größeren Kälte geführt und zu einer Korrumpiertheit der Menschen. Am Anfang standen die Naturvölker, da stand der Wilde, der als der gute Wilde gedacht wurde. Und je länger der Zeitstrahl sich in die Gegenwart fortgesetzt hatte, desto verderbter war der Mensch geworden, desto zivilisierter war er geworden, desto kälter seine Vernunft. Und sehr viele Zeitgenossen, unter anderem eben auch Herder, sahen vor der Französischen Revolution die Franzosen als eine Kultur an, die mit den größten Grad an Zivilisiertheit, Aristokratie und Verderbtheit errungen hatten. Die Naturvölker, das waren die Wilden, und zu diesen Naturvölkern gehörten auch die Orientalen. Um 1800 dachte man sich, wie gesagt, das Morgenland als die Heimat des Gefühls, während Europa der Kontinent der kalten Verstandeslogik geworden war. Nun, das Fatale war nun, dass im 19. Jahrhundert das Verhältnis von positiv und negativ sich umkehrte. Je stärker Europa industrialisiert wurde, desto mehr kippte das Entwicklungsdenken in das sogenannte Fortschrittsdenken über. Und nun dachte man, dass je länger der Zeitstrahl verlaufen war, desto besser. Die Personen und Personengruppen, die am Ende dieses Zeitstrahls standen, also in der Gegenwart standen, die wurden nun als besser betrachtet, und je früher die Personen und Personengruppen auf dem Zeitstrahl angeordnet waren, desto primitiver wurden sie. Aus dem guten Wilden wurde der Primitive, und dieses positiv gedachte Gefühl des 18. Jahrhunderts wurde umdefiniert zur Kindlichkeit, zur Naivität, und auch das weibliche Geschlecht wurde mit dieser Kategorie identifiziert. Die Zivilisationen, die europäischen Zivilisationen, das waren die Erwachsenenstaaten, das war die abendländische Vernunft, das waren vorwiegend die Männer, das waren die Aufgeklärten, und so entstand der Mythos der Aufgeklärtheit als ein Mythos, der eben die Abendländer beschrieb und sie gegenüber anderen Kulturen höherwertig machte. Und das wurde getragen durch die industrielle Revolution. In der industriellen Revolution kam es in Europa zu einer Ehe zwischen Handwerk und Wissenschaft. Es entstanden die neuen technischen Wissenschaften, die Ingenieure. Das Technikzeitalter brach an, und mit ihm ein ökonomischer Vorsprung in der Welt um Europa herum. Es begann eine verstärkte Kolonialtätigkeit. Es kippte um in den Imperialismus, und man brauchte nun die Kulturen und Länder außerhalb Europas, um ihre Rohstoffe ausbeuten zu können und sie dann in Europa weiter zu verarbeiten und vertreiben zu können, was man dann auch wieder durch Exporte in diese sogenannten Entwicklungsländer tat. In dieser Zeit entstanden neue wissenschaftliche Fächer, wie eben zum Beispiel das Fach der Geologie und das Fach der Biologie. Und damit entstand ein vollkommen neues Bild vom Menschen. Der Mensch war nun nicht mehr religiös definiert als eine Verbindung von Seele und Leib, sondern er war lebendig. Er war Bios, das Leben, und das Fach Biologie widmete sich nun der
logisch-wissenschaftlichen Erforschung von Lebewesen, verstand sich rein säkular. Und das bedeutete, dass man von nun an, ab dem 19. Jahrhundert, die Menschen einteilte in biologische Wesensarten und biologische Rassen. Und kombiniert mit dem Fortschrittsdenken wurden diese biologischen Rassen dann eben auf dem Zeitpfeil angeordnet. Und wenn Sie denken an Evolutionstheorie von Darwin, dann fiel sogar die Grenze zwischen Tier und Mensch. Und daraus entstand die fatale Ansicht, dass es Menschenrassen gäbe, die der Tierwelt nahe stünden. Und es gibt schreckliche Äußerungen von Anthropologen, einem Fach, was auch um 1800 erst als universitäres Fach eingerichtet wurde, also die Lehre, die logische Lehre vom Menschen, Anthropos, Anthropologie. Und es dann entstand eben dann auch die Vorstellung, dass man manche Menschen, manche Rassen ins Tierreich zurücküberweisen müsse. Das sind ganz schreckliche Äußerungen. Und nun gab es eben eine Einteilung von Rassen, die höher und minderwertig waren. Und ganz minderwertig waren die semitischen Rassen, die, was man heute POC nennt, also die People of Colors, schwarze Menschen, Inder und Orientalen. Diese Kulturen waren sehr früh angeordnet auf dem Zeitpfeil und den Höhepunkt der Wertigkeit, das war die weiße Rasse, die Herrenrasse, der weiße Indoeuropäer, das, was sich dann zu einer Vorstellung entwickelt hat, die man heute The White Supremacy nennt. Diese weiße Rasse, diese indoeuropäische Rasse war gekennzeichnet durch Vernunft, Aufgeklärtheit, Wissenschaftlichkeit, Technikaffinität und auch was ihren Gefühlshaushalt angeht, waren sie Rassen, die ihre Triebe im Griff hatten, die triebsublimierend handeln konnten, während die anderen Rassen, eben zum Beispiel Orientalen, aber die sogenannten POCs, auch als triebenthemmt verstanden wurden, ungebildet waren, dumm waren, primitiv waren. Von Primus, also der Erste, die Ersten ihrer Art waren und damit primitiv waren, ein Wort, was man dann im 18. Jahrhundert aus dem Französischen ins Deutsche übernahm. Und dann gab es natürlich auch einige Europäer, Franzosen, Deutsche, Engländer, wer auch immer, die darin einen gewissen Reiz fanden, sich zum Beispiel eine primitive Geliebte zu nehmen, die eben mit ihrer Triebenthemmung für uns triebkontrollierte Europäer interessant war. Ich denke, berühmt ist da die Jeanne Duval von Baudelaire. Nun entstand Ende des 19. Jahrhunderts ein Bild vom Orient als nicht mehr der Heimat des Gefühls, sondern der Heimat auch der Triebenthemmtheit, der Lüsternheit. Der Harem wurde zu einem Ort der Lüsternheit und gerade von dem Hintergrund eines sexuell verklemmten Europas, wie es gerade im viktorianischen Zeitalter am besten zutage getreten ist, bekam diese Lüsternheit so einen negativen Charakter und gleichzeitig war es ein Ort, den man interessant fand. Es war ein Ort der Harem der Gefährdung, also ein Ort, wo das integre Seelenleben, vor allem des Mannes, einer Gefährdung ausgesetzt wurde.
Und übertragen auf die Länder dieser Kultur wurden diese Länder die Orte der Gefahr. Der vordere Orient, das wilde Kurdistan, Persien, das wurde nun die Heimat der Abenteurer, auch der Räuber. Es entstand eine sehr populäre, sehr banale Reiseliteratur, auch von Menschen, die niemals im Orient gewesen waren. Einer der bekanntesten ist Karl May, den ich auch das nächste Mal oder übernächste Mal besprechen will. Und da war der Orient das Land, wo der zivilisierte Europäer Abenteuer erleben konnte, wo er auf Diebe und Halunken traf, aber eben auch noch auf edelmütige Araber, die vielleicht ein bisschen dumm waren, aber dennoch edelmütig. Für Amerika, die Staaten der USA, war das nun eben ein Inbegriff, ist Winnetou geworden. Also der edle Wilde, Pierre Brice ist uns allen ein guter Begriff, uns in Deutschland. Orient als das Land der Räuber, der Diebe, der Halunken, der Blutrache, das waren die Kulturen, wo es Kriminelle gab und eben auch minderwertige Menschen, auch unsauber, unhygienisch. Und ganz besonders die Juden hatten dann unter diesen schrecklichen rassistischen Vorurteilen zu leiden. Bis heute ist das ja der Fall. In der Literatur hat da ganz wesentlich ein Deutscher beigetragen, der sich einen englischen Namen zugelegt hat. Sir John Radcliffe, der hat 1868 einen Roman geschrieben, Biarritz, in dem er die Juden als wirklich minderwertige Rasse darstellt. Und diese Darstellung ist eingegangen in die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, die ein verhängnisvolles Traktat im 20. Jahrhundert geworden sind und von den Nazis dann schrecklich verwendet wurden. Sir John Radcliffe hieß mit richtigem Namen Hermann Ottomar Friedrich Goetze. Ein Autor, der aber so spannend geschrieben hat, dass seine Romane wie die von Karl May mit Begeisterung vom damaligen europäischen Publikum gelesen wurden. Dieser Rassismus hat sich bis weit ins 20. und 21. Jahrhundert verbreitet. Er existiert heute noch. Noch heute die Vorstellung, dass man die Menschen biologischen Rassen zuteilen könnte, was natürlich ein vollkommener Blödsinn ist. Und dass diese Rassen zudem unterschiedlich wertig sind. Der Mythos vom aufgeklärten Abendländer, von dem vernünftigen, wissenschaftsgläubigen Menschen, das ist ein Mythos, den man immer wieder auch in den Zeitungen und in den Leserbriefen lesen kann, wenn es um Kulturen aus dem Orient geht und um das Verhältnis zu Menschen, die aus diesen Regionen kommen. Ende des 20. Jahrhunderts hat das nochmal eine religiöse Komponente angenommen. Aus dem Orient wurden die Länder des Islam. Es kam zu Begriffen wie Clash of Cultures, ein Buch von Samuel Huntington, 1996 herausgebracht, ein Politikwissenschaftler, der nun eben ein wenig von den Rassevorstellungen abging, hin zu Kulturen. Und das ist eine neue Art, die Menschen auf dieser Welt einzuteilen. Sie kann aber nicht minder verächtlich machend sein. Das kommt ganz darauf an, wie die Menschen mit diesem Kulturbegriff umgehen. Wir werden das noch sehen, wenn wir uns der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts zuwenden.